Na, wollen auch Sie mehr Europa? Aber Vorsicht! Kultur und Tradition sind damit nicht gemeint. Industrie und Wohlstand offenbar auch nicht. Und Demokratie oder Rechtsstaat erst recht nicht. Aber was dann? Also, es ist so. Wenn Politiker etablierter Parteien Europa sagen, dann meinen sie die EU. Und die sieht so aus. Lauter Büros für lauter Bürokraten. Wussten Sie, dass alleine die EU-Kommission 32.000 Menschen beschäftigt? Und die beschäftigen sich mit sowas. Wie groß darf eine Pizza sein oder wie hell eine Glühbirne? Naja, weniger lustig ist allerdings, was man da sonst so treibt. Wussten Sie, dass europäische Staatsanwälte gegen Ursula von der Leyen ermitteln, wegen Korruptionsverdacht in Sachen EU-Impfstoff-Deals? Tja, und nicht nur das. Ob Asylchaos, CO2-Bepreisung, Heizungsgesetz oder Verbrennerverbot. Immer häufiger sollen die Staaten nur noch umsetzen, was zuvor in Brüsseler Hinterzimmern falsch entschieden wurde. Ja, davon wollen sie mehr. Mehr Hinterzimmer. Aber genau das wollen wir nicht. Denn wir wollen ein Europa des Friedens, des Wohlstands und der Freiheit, wo nur das gemeinsam geregelt wird, was für alle gemeinsam gelten muss. Und in dem ihre Stimme wieder Gewicht hat. Deshalb sind wir so gefährlich. Also für die in den Hinterzimmern. Aber was ist eigentlich besser für Sie? AfD. Europa neu denken.